Was ist denn das bitte? Alter, dass es bei mir läuft, wisst ihr, oder? WTF, Junge, WTF, Alter, WTF in seiner höchsten und fettesten Ebene. Hallihallo, da ist der Guso wieder am Start. So, ich quatsch jetzt mal wieder ein bisschen lauter hier. Mal noch ein bisschen, kann ich es während der Aufnahme? Ja, geil, kann ich noch ein bisschen aufziehen. Und dann passt das jetzt. Niese ich mal. Yay. Und dann läuft das. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind nämlich gerade in einer CW-Vorbereitung, mehr oder weniger. Also noch nicht ganz. Hier wurde gnadenlos verkackt. Und dann schauen wir mal. Sind wir im Video? Ja, jetzt, ja. Ja, jetzt seid ihr drin. Zack. So. Nee, geht nicht um Besuchen. Geht einfach wirklich darum, wirklich hier mal richtig erstmal aufzuräumen. Ich frage halt einfach wirklich nochmal ab, ob wirklich alle drin sind, die halt wirklich angegriffen haben. Ging's mit dem Loot? Ja, ich muss mir das angewöhnen, wenn ich schreibe, dass ich nicht nur schreibe, sondern eben auch was quatsche, weil sonst sieht das echt im Video ein bisschen scheiße aus, so, der nicht schreibt und sondern dass man das einfach auch nochmal mitkriegt. So, nehmen wir irgendwann mal zusammen auf, mal schauen. Naja, ganz allgemein ist es so, dass die CBs im CW von den Besten gefüllt werden. Dass jeder fettes Zeug. So, einfach, das ist so dieses Grundprinzip halt. Weil wie gesagt, ich hoffe jetzt mal, ich will den CW halt eben auch starten. Weil zeitlich passt das. Wir haben es jetzt 6 ungefähr. Dass man halt eben gut loslegen kann. Ich guck mal gerade, was wir hier so in dem Bereich haben, die jetzt drinne sind. Ja, das wird alles noch. Na, jetzt wird es runtergehen, klar, logisch. Ich steche da so ein ganz bisschen aus der Masse raus. Aber so soll es auch sein. Also ich hätte sogar gerne noch tiefere vom Level her, aber okay, passt schon. Dann jetzt komm hier. Egal, so jetzt. Tut mir leid an die es jetzt leider nicht geworden sind. Das ist jetzt nicht. Das hat jetzt nichts mit euch als solches zu tun. Schade, ich kann die jetzt nicht extra anklicken. Das wäre cool, wenn man da nochmal gucken könnte. Ja, du wurdest gerade auch gekickt, deswegen wurdest du nicht zugelassen, das ist klar. So, ich hau jetzt. Felix, wie gesagt, bitte, bitte, bitte. Habt da Verständnis mit mir. Ich kenne sonst niemanden. Ich weiß auch wirklich nicht, wie die Base aussieht selber. Zack, raus. Und Level 91 könnte noch gute Truppen haben. Es ist echt schwer. Es ist echt schwer. Und Flug noch raus. Zack und fertig. Ist so fertig. 25, 25. Selbst das ist schon zu viel eigentlich. Ich wollte wirklich mit 20 machen, weil man wirklich dann noch relativ easy nochmal einen Kampf ausbügeln kann, dass man auch sagt, gut, okay, komm, ich greife nochmal unten an und mache dann wirklich nochmal einen 3-Star und dann passt das. Und diese Möglichkeit wollte ich mir einfach, ja, offen halten, aber das wird mit 25 schon zu schwierig, sage ich mal. Aber so ist das Leben und außerdem kann ich jetzt mal wieder meine Dinger hier abmachen. So, Kriegsteilnehmer, bla bla bla. Ich bin nicht dabei. Nein, leider nicht. Tut mir leid. So, zack, zack, zack. Und dann gucken wir einfach wirklich, wie es läuft. Ich hoffe wirklich echt gut. Oh, nice. Aber wäre natürlich eine richtig geile Nummer mit Loons gewesen, auf jeden Fall. Aber ich gucke gerade mal. Das wäre natürlich auch eine coole Nummer, um hier einfach nochmal kurz 2, 3 Pokis zu kassieren. Die sind aber auch zuvor ein bisschen komisch gewesen. Wenn die hier gekillt wurden, haben die es einfach mit dem Minenwerfer übertrieben, würde ich sagen. Weil eine CB ist auch nicht in der Ecke. Oder es waren noch Bomben am Start. Aber ich glaube nicht, dass der so AFK ist.
Ich denke einfach, die sind wirklich hingerannt, weil nämlich, wenn die jetzt hinrennen, guck mal, dann werden die nicht vom Minenwerfer hier gekillt. Dann sind die Gräber hier. Aber egal, das ist so eine Fachsimpelei. Brauchen wir uns jetzt nicht antun. Zack, erstmal, wie gesagt, easy Rathaus gesnackt, passt. So, ich sehe mich nicht. Ich bin nicht dabei. Ja, weil ich 4 aussortieren musste, habe ich. So. Sorry. Ja, es ist, wie gesagt, irgendjemand trifft es halt, ganz klar. Und da geht es halt eben wirklich, ich gucke da nicht so krass. Also wie gesagt, ich hätte gerne die Base von denjenigen gesehen. Aber gut, war jetzt nun mal nicht, musste relativ schnell gehen. Und dann ist das so. Aber ansonsten, wirklich, habe ich lieber einen, der wirklich richtig low ist, weil wir dann eben auch schlechtere Gegner kriegen, klar. So ist zumindest der Plan. Und der aber wirklich schon halbwegs weiß. Wie gesagt, ich habe lieber einen zweiten Account, sage ich mal, auf Level 30 dabei, der genau weiß, was er macht, als wenn ich einen drinne habe, der Level, ich sage jetzt mal, Level 100 ist und ja, nicht angreift. Das ist das schlimmste Beispiel. Also jetzt ist natürlich hier wieder nicht so viel los, aber sollten wir überbrücken können. Ansonsten ging es von mir, bei mir heute vom Loot her. Das war in Ordnung. Also ich habe schon wieder eine Mauer gezähnt. Also, was? Gezähnt? Also GE, dann die 10 und dann ein T dahinter. Also sprich auf 10 gebracht. Und das finde ich ziemlich nice. Und es wollte mich auch nicht wirklich einer angreifen und von mir irgendwas klauen. Also das ging ganz easy über die Bühne. Oh, das ist natürlich cool, wenn ich hier jetzt wieder ein paar Pokis geschenkt kriege. Da sage ich jetzt nicht unbedingt nein. Die kann ich dann halt wirklich wieder beim nächsten Angriff verballern, wo ich dann sage, komm, hier nur Loot und fertig. Ja, das Dunkle, darauf bin ich jetzt nicht sure. Oh, ich habe schon wieder 41. Nett, da könnte ich ja dann mit 60k auf den Golem tendieren, weil ich habe die Valkyrie bald fertig auf 2. Ah, das könnte ganz nett werden. Ja, es ist halt, ist halt wirklich doof. Ich meine, die erste Aktion, die man sieht, wenn man mit dem Gusua im Clan ist, ja toll, scheiße, man wird nicht für ein CW zugelassen, ist natürlich eine mega harte Nuss, ganz klar. Also, wie gesagt, an alle, die ich rausgewählt habe, tut mir wirklich leid. Fakt ist, es mussten welche erstmal raus, ganz klar. Und das war jetzt nicht, das hat nichts mit eurer Base zu tun, weil ich die gar nicht gesehen habe, sondern einfach nur, okay, komm, hier raus, raus, raus und fertig. Was ist denn das bitte? Alter, dass es bei mir läuft, wisst ihr, oder? WTF, Junge, WTF, Alter, WTF in seiner höchsten und fettesten Ebene. Da, ich weiß, ich werde sie nicht beide wegballern können, aber ich kann sie beide relativ gut, genau, relativ gut auseinandernehmen. Klar habe ich jetzt nochmal Schaden, logisch, aber ich habe die beide, muss ich nur so ein bisschen antasten und dann sollte das ganz gut laufen hier. Ja, geil, der Magierturm ist schon weg, der Minenwerfer geht jetzt auch gleich. Und genau, jetzt einfach schon mal ganz Kess und Fesch. Ah, ist das noch in der Range vom Minenwerfer? Das wäre richtig scheiße. So, ja, hier genau, da, ja genau, geht ihr mal schön auf. Und jetzt richtig Loot-Attacke. Richtig LA, Alter, Loot-Attack. Alter, wenn das Ding durchgeht, dann freut der Gusua sich ein kleines bisschen, Alter. Ein kleines bisschen. Alter, das Ding geht durch. Bam, Junge, Alter. Bam. Das ist mein fettester Raid ever. Geil. Oh, ich freue mich leicht. Ich freue mich ganz leicht. Hier noch. Na, schade, okay, die gehen jetzt darauf, aber egal. Oh, fettest Raid ever. Ever. Richtig geil. Und jetzt hier, ja genau, geh auf die X-Bows und kill noch schön meine, den Sammler.
Na komm. Nice, nice, läuft. Und jetzt noch schön, ja, Tesla, na obwohl. Komm, noch ein bisschen, ja, geil. Richtig, richtig nice. Ja, okay, den Rest können wir uns jetzt eigentlich sparen, weil die Barbaren kriegen den Rest nicht platt. Tja. YOLO! So wird's gemacht. So wird's einfach mal gemacht. Kleinen Moment, das muss ich jetzt nochmal kurz hier Paint öffnen, dass ich das in... Ja, genau, nice. Oh, das ist richtig cool. Speichern wir erstmal kurz ab. Kleinen Moment. Richtig geil. Das soll... Nee, das war's noch nicht. Der wird jetzt erstmal schön gepostet. Der wird den anderen erstmal schön unter die Nase gerieben. Läuft bei mir. Ich meine, das ist nur echt... Das ist mega kranker Shit. Also ihr seht ja auch, dass ich mich leicht freue. Und... Ich muss den jetzt nochmal kurz mir zu Gemüte führen. Weil ich nochmal sehen muss. Ich meine, klar, wäre natürlich geil gewesen, wenn ich die Queen gehabt hätte. Aber ganz ehrlich, jetzt hier zu meckern und zu sagen, naja, hätte, das wäre schon besser gewesen, ist ja vollkommener Quark. Also, das ist offiziell das Ding des Jahres, auf jeden Fall. Das ist, darüber können wir raiden. Haha, oh, ich bin gerade so. Ja. Dass es bei mir läuft, habe ich schon gesagt, oder? Ich will es nicht so zu oft sagen, aber könnte sein, dass man sieht, dass es bei mir läuft. Alter. Und ganz ehrlich, solch einen Angriff musst du machen, wenn du irgendwie nur Mauerbrecher bei hast. Und dann siehst du so einen Angriff und du denkst dir nur... Und ja, mega geil. Also das war... Das ist episch. Das ist episch. Jetzt gucke ich mal, was die anderen sagen. Ja... Ja, geht. Also wie gesagt, das war gleich erstmal eine Mauer gönnen, war gleich erstmal eine Mauer gönnen. Komm hier, 10er Mauer. Ja, das ist das, was... Also hier und auch wirklich, ich habe jetzt leider die letzte Verteidigung, die wirklich, wo die Riesen gegengegangen sind, habe ich leider nicht mehr drinne. Aber es ist wirklich so. Es ist einfach Zucker, wenn man sieht, wie die Riesen da einfach gegenlaufen und sagen, gut, hey, komm, ich habe gerade meinen Fingernägel gefeilt, ich kann hier nicht weitermachen. Das ist so krass, die kommen da nicht weiter. Das ist richtig nice. Oh, werde ich gleich erstmal zum Lichtle anrufen und sagen, hier, ich habe einen Raid. Das ist geil, also man pusht sich ja doch, also wie gesagt, das ist eben auch nochmal die nächste Sache, wirklich... Unter uns YouTubern, wir haben halt eben wirklich eine gute Connection zueinander. Und da wird man dann immer gleich, ah hier, guck mal, das und das lief bei mir. Oh, mega geil. Auch geil mit dem Blitzzauber halt, dass ich den bei hatte. Läuft halt bei mir, aber das muss ich ihm wirklich unter die Nase reiben. Das war's von mir. Reingehauen. Also ich hoffe, ihr hattet damit Spaß, aber ich glaube schon. Bis dann, ciao.